Damit kann es weitergehen mit Let's Play John Woo Presents Stranglehold. Ich bin Sir Adam Fix. Wir sind natürlich immer noch Tequila. Und ja, Leute, wir sind nicht zum Trinken da. Wir sind zum Ballern da. So, in Slow Motion müssen wir auch reden hier. So, ja, im letzten Part wurde ich nach einem kleinen Spielprozess. Der war nicht so cool. Der war echt nicht sexy. Juhu! Wir haben mit 2 km/h um die Ecke gesiegelt. Sehr schön. im letzten Part haben wir gesehen, dass unsere Freundin hier entführt hierher gebracht worden ist. Und natürlich wollen wir sie auch retten. Sind natürlich erstmal in super cooler Pose hierher gekommen. Und statt sie gleich zu retten, haben wir erstmal 5 Minuten durch die Gegend geschaut. Fand ich immer noch gut. Und nun verfolgen wir hier die Schlawiner, die unsere Freundin haben. Denn sowas geht ja gar nicht. So, gut. Ihr merkt schon. Ich gebe zu, Leute, ich habe nicht so viel Ahnung von der Story von Stranglehold, Leute, aber die wird doch nicht so gut erzählt. Ich kann keinen Namen und da ich den Film Hardboiled schon seit, weiß nicht, oh, schon mindestens 8 Jahre oder so her gesehen habe, da war ich 10 oder 11 und da war es eigentlich viel zu brutal für mich, kann ich mich ja nichts erinnern, Leute. Muss ich echt sagen. Ich fand den Film zwar geil, aber naja. Bam! So, hopp. Schöne Decke. Ey, Leute, es ist ein Museum. Hier hängen Sachen, die sind wahrscheinlich mehr wert als all das, was ihr jemals in eurem ganzen Leben abgezogen habt. Und ihr macht das kaputt, ihr Penner! So. Wir sind hier Indiana Jones, oder? So mäßig hier. Keiner macht hier. Keiner zerstört hier wichtige Kunstgegenstände. So. Oh. Warum spawnen die da? Finde ich gar nicht nett. So, ist das hier irgendwo Medikit? Natürlich nicht, natürlich nicht. Ah doch, da ist eins. Geh weg, geh weg. Ah. So, oh, jetzt haben wir ein Doppel-MPs mit 200 Muni. Wo haben wir die denn gefunden? Sehr nett. Finde ich super. So, ich werfe einen Dino drauf. Auf den Dino laufen, auf den Dino, auf den Dino, auf den Dino. Oh ja, vielleicht noch in die richtige Richtung schauen. Ach, egal. Super. Das war der derbe geile Walk. Kein einziger Gegner getroffen, nur ein Viertel des Lebens verloren. Das freut die Gegner. Bram. Naja, okay, wir schießen, glaube ich, sogar noch mehr Schaukästen. Dann sind die Gegner hier kaputt. So, wie du spawnst. Ich sag doch, wie spawnt da jemand. Wenn ich sage, weh, da soll keiner spawnen, dann sollen die da auch nicht spawnen und dann nicht da. Wupp! Das waren doch ein paar Probleme hier. Ich bin fast gestorben. Alter! Alter! Niedergegangen mit einem Schlag. So, wo kommt der alle her, Mann? Wir werden sterben. Das Leben. Geh doch weg, Mann! Ich habe gar keine Ahnung, was ich mit dem gemacht habe. Ich glaube, ich bin gegen die Wand gehüpft und dann hat er ihn hier runtergekickt. Das ist sehr schön. Warum stirbt der nicht? Ich werde von hinten beballert. Oh! Da haben wir uns echt schlecht angestellt. Ach, sehe ich jetzt erst, dass sie sich von oben auch abseilen, Mann. Das ist mies. Ich weiß gar nicht, von wo ich überall beballert werde. Ey Leute, wir werden so hart sterben. Alter, wo kommst du her? Ich hab gerade dich getötet. Oh, wie langweilig ist das? Und sie halten halt 10-mal so wie aus wie alle anderen. Komm, die anderen sind nur noch 3 Schüssen tot. Köter, wie auch immer. Und die halten da so viel aus, so. Kein Bock mehr. Wir kicken einfach jetzt alle im Nahkampf um. Das ist eine irgendwie Maya-Statue oder sowas. Und ihr macht die einfach kaputt. Nein! Hör auf zu spawnen! Das ist ja geil, wenn man alle im Nahkampf im Auslöcker gab mit einem Schlag. So. Da hatten sie 20 Kugeln aus und dann sterben sie durch einen Schlag im Nahkampf. Jetzt. Alter, folgt mir doch nicht. Glaubt nicht. Kommt. Wo kommen die her, Mann? Sie schaffen es immer, mich von der Seite abzuschießen. Ich weiß nicht mal von wo. Da kotzt ihr mich echt an. Hört auf damit! Nervt mich gerade echt, dass die da immer von der Seite sich abseilen. So, Kontrollburg erreicht. So. Ey, wie viel Leben wir verloren haben. So. Aber wir haben die ganze Zeit unsere Anzeige voll, Leute. Ich hab richtig oft die Lebensregeneration benutzt und trotzdem haben wir unsere Tequila Points hier. Sehr cool. So. Keiner da. Jemand da. Die halten aber um einiges mehr aus. In die Familienjuwelen. Bam! Weg. Einfach wegkegeln. Leben. Ich hasse.
Jetzt komm schon, wie sie. Da war gerade Auto-Aiming. Mir ist zum allerersten Mal aufgefallen, dass da Auto-Aiming im Spiel ist. So. Ich sag ja, wir kicken alle im Nahkampf weg, wenn sie nicht gerade hinter uns schon wieder spawnen. So. Weg! Oh, ihr nervt mir alle. Immer kommen sie von hinten. Können ihr nicht mal wie Männer von vorne kommen? Nein, immer von hinten. Ah. So. Nein. Schauen, da ist ja keiner spawnt. Keiner da. Ich höre da hinten schon Schüsse. Ein schlechtes Gefühl habe ich. Ein ganz schlechtes Gefühl. Wo sind wir denn jetzt? Chinatown? Lass sie los. Holen Sie sie doch. Das war ja gar nicht nett von dir, mein Anzugtyp hier. So, Entschuldigung. Muss noch den Ton an meinem Fernseher leise machen. Ich hab den kurz lauter gemacht, aber die Katze war so schnell vorbei. Da hat sie es gar nicht gelohnt. So. Zack, boom, zack, boom, zack, boom. So, schön viel Leben verloren. Wunderbar. Ist ja nicht, als hätten wir jetzt einen Bossfight mit Damon. So, und Damon versteckt sich erstmal. Damon, wo bist du? Ich warte auf dich. Wir machen eh dann Rampage, dann ist er eh gleich weg. So. Damon. Cooler Bossfight. Sehr cool. Achso, da oben versteckt er sich. What the hell? Was war denn das für eine Kugel? So, warte, Granate. So, hat nicht getroffen. Okay, also immer wenn man hier ein paar Mal Leben aufgezogen hat, dann greift man zurück an. So, erstmal Leben auffüllen. Unser Bullet Time fühlt sich so übelst langsam auf, ganz ehrlich. Das ist furchtbar gerade. So. Okay, wo kommst du denn her? Ich hasse es, dass die immer aus den Türen da ploppen. Und dann schon, bevor die Tür ganz offen ist, uns schon immer totschießen können. So. Komm schon, stirb doch mal. Alter. Alter, wo kommst du denn her? Ich hasse es, Mann. Wie sie immer, wie sie jedes einzelne... Was ist denn jetzt los? Ja, Tequila spack auch nur rum. Er fällt da auf die Nase. Ist ja geil. Alter, ich glaub's nicht, wie viel hat dieser Standardtyp gerade ausgehalten? Das ist nicht dein Ernst. So. Rampage. Kein Bock mehr. Wo ist er überhaupt? Nee, wir machen noch keinen Rampage. Wir können ihn so schlecht hier von treffen, wenn er da oben gammelt. Gong. Wir müssen Granaten auf ihn werfen, aber ich sehe ihn ja nicht mal. Da ist er wieder. So. Ah, jetzt macht er wieder den Bullet Shot. Hat ja einer gerade getroffen. Okay, okay, wir können hoch. Das ist cool. Spawn da erstmal wieder Gegner, oder? Oder? Ich weiß es doch. Ich kenne langsam das Spiel. So. Nee, aktivier nicht die Bullet Time, aktivier sie nicht, so. Nimm das mit. Wo ist er? Jetzt legen wir los! So, du blöder Pumpkin-Typ, gehst erstmal weg. So, wir haben ihn großteils Leben abgezogen. Wir brauchen noch einen halben Balken, dann haben wir es geschafft. Dann machen wir nochmal Rampage, dann war es das von dem. Davor müssen wir aber erstmal aufpassen, dass wir nicht sterben. Ich sehe oben kein Medikit, was echt dumm ist. Ich glaube, ich habe gerade sagen gesagt, aber ich habe wieder voll Leben. Sehr nett. So. Ja. Komm. Oh, spawn doch nicht immer. Hau ihn doch nieder. So, ich werde immer noch abgeschossen. Ich weiß nicht, ich weiß schon wieder nicht, wo von wo. Was machst du denn? Der springt doch einfach auf mich zu. So, komm. Jetzt steh auf, Tequila. Chill nicht hier. So, komm. Es ist Zeit, die Sache zu beenden.
Jetzt heißt es Rampage! Auf Wiedersehen, mein Freund. Was soll ich dir sagen? Du hast den Flieger verpasst. Ich musste gehen, damit Tico und du sicher seid. Du hättest mir trauen sollen. Ich liebte dich. War das nicht genug? Wie hast du mich gefunden? Dein Vater schickt mich. Überrascht? Mein Vater? Nein. Die Kane bringt Deko nach Hongkong. Finde sie. Rette sie. Bitte. Versprochen. Vergibst du mir? Für immer. Warum macht er das? Unser eigener Partner? Hä? Wieso betrügt er uns jetzt auf einmal? Ich verstehe es nicht. Ich dachte, er ist gar nicht der Böse. Warum? Ich liebe es, wenn man spielen irgendwas Tolles macht und dann am Ende ist es für die Katz. So ist es immer toll. So. Ey, Leute. Das heißt Rache nehmen. Oder erstmal ein schönes Shoot-off machen. Boah! Der Mörder-Move. Oh. Aber der war schon geil, der Move. So, okay. Schauen wir mal. I'm ready. Calm, I'm ready. I'm ready. Komm. Whap. Ja, einer hat mich getroffen. Whap. Ah! Ja, so einen halben Meter auszuweichen ist gar nicht mehr so leicht. So, okay. Whap. Kontrollpunkte. Sehr schön. Ah, was machst du denn schon wieder? Oh, komm, die Typen immer hinter mir her. Ich verstehe das gar nicht. So. Ich würde so gerne Medizin irgendwo finden, aber ich sehe keins. Ist kein Medikit, oder? Alter, ich glaub's nicht. Ich dachte, da wäre irgendwann ein Medikit. Nein, oh Gott. Es ist so geil. Ich hüpfe dahin. Es ist so fies, Mann. Wie die Gegner immer einfach aus allen Türen kommen. Da sind 6 Türen in diesem Raum. Ich laufe an einer vorbei, es kommt Gegner raus. Ich laufe an der nächsten vorbei, es kommt Gegner raus. Und immer erst hinter mir. So, jetzt sehe ich da auch hinten das Medikit, das ich gesucht habe. So, wir machen es jetzt anders. Wir gehen jetzt hier hin und campen. Ja, kommt. So. Kann ja auch assi sein hier, gell? Bam, bekomme sogar mehr Skillshots, als wenn ich hier so einen Gegner über 10 Meter Entfernung besiege. Kein Ding. Also, kommt. I'm ready, ich habe die Zeit. Oh, Leute, das sieht so badass aus, wenn man hier so 2 Waffen hat. Sieht so Hitman-mäßig aus. So, Ja, da kommt der Camp, die Campersau. Und da bekomme ich 2 Sterne dafür. Und wenn ich einfach in der Deckung stehe und mit Slow Motion draufbaue, kriege ich mehr Sterne dafür. Das ist schon lächerlich. So. Und ich mach schon wieder, das habe ich gemeint, Leute. Ich gehe 1 Meter dahin und gleich spawnen da die Typen raus. So, aber diesmal war ich da vorbereitet. Diesmal konnten die Penner mir nicht überraschen. So, jetzt habe ich eine Pumpgun. Oh, ich jetzt eine Pumpgun. Aua, ich habe ihn zuerst gekickt hier. Weg da. Kommt. Du! Oh, ich hasse dich. Ey, es ist der gleiche, glaube ich, wie vorher wieder. Er kam schon wieder aus der Tür, die ich nicht sehen konnte. Und ich wollte ans Medikit gehen, Mann, Leute. Und dann kommt er von hinten. Oh, Mann, ey. Es ist so unfair.
Schlimm ist, ich kann ja nicht mal hier einfach campen und abwarten, weil die Gegner dann einfach nicht spawnen. Oh, kriegst du die Kürze davon? Ich muss ja hier auch raus, weil ich die Gegner nicht mehr anvisieren kann. Aber ich muss jetzt vorgehen und mich abballern lassen, weil ich ja keine andere Chance habe, dass die Gegner spawnen. Wie dumm ist das eigentlich, Leute? Schaut zum Beispiel hier, wenn ich hier bin, spawnt da drüben kein Gegner. Laufe ich aber dahin, spawnen da 20 Gegner, denen ich nicht ausweichen kann, weil sie von hinten kommen. Es ist so assi, ganz ehrlich. So. Diesmal kriege ich es hin, Leute. Ich schwöre auf Tequilas Leben. Ich schwöre auf Tequilas Leben. Wenn nicht, dann bin ich... Ey, Leute. Großes Statement. Wir kriegen es bei diesem Versuch hin oder wir brechen hier Strange World ab. Boom. Jetzt kommt hier das Statement, Leute. So. Oder nee. Noch... Nee, es ist ja gar keine Strafe eigentlich. Entweder es wird bei diesem Versuch geschafft oder wir tun Strange World auf schwer durchspielen. Das wäre ja noch geil. Ja, okay. Das ist die Strafe. So, wir werden es bei dem Versuch schaffen. Wenn nicht, dann schneide ich es einfach raus und sag, dass ich es geschafft habe. So. Da ist schon wieder dieser scheiß Russentyp! Oh, ich hab dich gesehen! Du warst es die ganze Zeit, der mich getötet hat. So. Ah. Geschafft. Penner. So. Gut. Achso. Sah gerade so raketenwerfermäßig aus. Okay, Leute, wir haben es geschafft. Huh, war hart. Aber nun kommen wir weiter. Schauen wir, was uns da als nächstes erwarten wird. Ich tippe auf was Schlimmes, aber ich würde sagen, das sehen wir erst dann im nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, euer Dimswafix. Dann geht es weiter hier mit Strange World. Bis dahin.